So, Harry nochmals hier am Strand. Ich muss mich einfach nochmal melden, weil so schön wie heute am Strand war es schon lange nicht mehr. Diese Farben, es ist sehr warm. Wir haben jetzt 29 Grad. Es ist also richtig schönes Wetter. Und es sind doch einige hier. Ich habe mal so ein bisschen reingehört. Es sind, sei doch, einige Touristen, Deutschsprechende hier. Gerade hier im Abschnitt vom Roten Kreuzhaus. Schauen Sie sich das Wasser an. Das Meer, die Farben. Ja, einfach nur traumhaft schön. Ja, und die Zahlen, die infizierten Zahlen hier auf Gran Canaria, kann ich nur sagen, habe ich vorhin gehört, liegen schon um die 20 oder sogar unter 20. Also es scheint hier dann doch die Maßnahmen gefruchtet zu haben. Oder wie auch immer. Und ich hatte vorhin beim Einkaufen ein Gespräch auch mit einem Ehepaar, die hier im Caravan wohnen, die ich schon öfter häufiger gesehen habe. Und die sagen auch, die waren vor ein paar Monaten mit der Fähre, waren die im spanischen Festland, aber sind dann doch wieder zurückgekommen, weil sie gesagt haben, am schönsten und am besten ist es doch hier und vor allen Dingen am sichersten und natürlich das Wetter. Ganz klar, das ist ein wichtiger Punkt hier natürlich. So, ich habe jetzt auch meine Kamera in einem kleinen Stativ in der Hand, dass ich da nicht so rumwackel. Und ich hoffe, man merkt es auch. Ja, so sieht es also jetzt hier am Nachmittag aus. Es ist 14 Uhr und 20 Minuten. Harry war gerade nochmal schwimmen. Und ja, wunderschön. 20 Minuten im Wasser, ohne dass es einem kalt wird. Die Wassertemperatur soll noch, habe ich nicht nachgemessen, aber 23 Grad sein. Also, das ist doch was. Gucken Sie sich die Farben an, das Schillern jetzt hier. So, und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann doch für heute und sage bis morgen. Morgen wird es auch einen Bericht geben, nochmal die neue Realität. Auf Gran Canaria, das sind so ein paar Sachen, die ich gesammelt habe, jetzt seit der letzten Woche und die ich Ihnen dann ganz einfach mal präsentieren möchte, ohne die eigene Meinung reinspielen zu lassen und ja, einfach nur, wie die Stimmung, die Information hier auf der Insel ist. So, dann bis morgen, hasta mañana.